Nevermore kommt da sofort aus meinem Zelt raus. Was? Wieso? Du schläfst in meinem Zelt. Kann nicht sein, das ist das Zelt vom ATF Eri 5. AT Fenris. Es schläft ein Filias Bett und Filias schläft auf deiner Matratze. Klasse. Weil das doof ist, man zieht sich mal aus, wenn man sich auf Ja, die ich bin Matratze gerade gar legt. nicht so sicher, ob ich irgendwie eine Hose anhabe oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das Prinzip Hose für Florence überhaupt existiert. Ich Ich habe habe eine so ein Hose Nachthemd an, wie an. man Jetzt sieht hast du gerade. eine Hose an, ja. Ich hatte gerade keine an, aber gut. Pixelporno hier. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gekörper. Filia macht sich nackig im Netz und Yay! wir, Die Folge ist ab 18. ja. Ja, ne? Hallo. Hi. Lang, lang ist's her. Ein bisschen Wie länger geht das her. Spiel nochmal? Gute Frage. Ich glaube, das hier war Springen. Ja. Woo! Yeah. Jawohl, ich Awesome. kann. Ich Oh kann Gott. springen. Wow, ich kann auch springen. Yay! So, Guck mal, ich kann sogar doppelt springen. warum wir pausiert haben, möchten wir euch gerne erklären. Es gab da vor ein paar Wochen so eine Hitzewelle mit so über 37 Grad und so. Und es ist nicht ganz so witzig, wenn man da irgendwie dann noch eine zusätzliche Heizung unterm Schreibtisch anmachen müsste, die sich dann nennt Gaming-PC. Und deswegen haben wir uns entschlossen, in der Zeit erstmal so ein bisschen Solo-Content zu machen, irgendwie zu schauen, dass wir die Zeit überleben. Und Fokus auf Überleben. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Die Temperaturen sind erträglich. Also Ja. haben wir uns gedacht, prima, los geht's. Yay. Nein, oh Gott. Voll Das wäre ja Damage. schon fast ein Selbstmord geworden hier. Ja, ich freue mich auch schon auf den Herbst. Ich freue mich auf den Was? Winter. Oh ja, da freue ich mich auch drauf, aber erstmal Herbst. Winter ist immer voll doof. Hier schneit nie. Übelst langweilig. Ja, als Arbeitnehmer ist das aber auch ganz gut, dass es nicht immer schneit. Das fand ich diesen Winter schon schlimm. So, machen wir auch mal Ich will, was. dass hier 50 Meter Schnee liegt. Ja, gut, das dann viel Spaß. Wohne Gute Frage. im ersten Ich spiel mal immer hoch zu Stock meinem Schiff. und ich möchte irgendwann mal aus dem Fenster raus nach draußen gehen können. Naja, wenn du aus dem Fenster nach draußen gehst, dann kann ich nicht mehr rausgehen. Ich wohne im Erdgeschoss. Ah, oh, wie geil! Ein Brathähnchen. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, Ich habe null Ahnung, was, wir konnten ja. man doch irgendwie gucken, welche Quests man hat oder so, ne? Ja, ach ja. Ah ja, ja, ich, Ich muss noch FTL Drive reparieren. Warte, das ist irgendwie falsch. Wo war Ich muss das? auf den Das ist klicken. Log, Quest Log, Quest Log. Free as a bird. Repair FTL Drive. Out of the frying pan, Stone Okay, die Furnace. Ich Bibliothek. muss ein Stone Furnace bauen. Muss noch, ja, muss ich auch machen. Ja, also wir müssen. Oh Gott, nein, ich habe Angst. Und Ja. Erkius Mining Felicity. Hallo Ja, Felicity. das. Oh Gott, ich. Ja. Was heißt das? Ach, das hat voll Spaß gemacht. Ach so. Die Ja. Quest. Die so viel Nachdem ich dann Spaß irgendwann auf gemacht den hat. Admin-Modus geschaltet habe und mich da durchgecheatet habe. Plöpp. Weil ich bin zu doof dafür. Ich bin immer gestorben. Was muss ich denn hier machen? Crafting Table. Habe ich sowas nicht schon mal gemacht? Ja, das ist irgendwie voll komisch. Ich Ja, habe auch hier schon mal jeder so ein muss. Furnace hingebaut, aber anscheinend muss ich. Also den auf meinem Schiff habe ich doch selber Ach, gebaut. Den habe ich doch nicht shit. irgendwo geklaut. Ja. Das ist ja irgendwie Komisch. seltsam hier. Jetzt gerade ein bisschen Komisch. verwirrt, welches Schiff nochmal im Orbit um Komisch. unseren Heimatplaneten war. Ah, Oder das ist so ne. lange her. Achso, ich muss hier klicken. Ich glaube, Wie das baut war man von nochmal ein deinem Schiff aus, Campfire? Finja, oder? Ja, ich Ja, glaube ja, schon. ja, es war von deinem Schipper. Okay. Yay, ich habe ein Quest completed. Ich habe ein Crafting Was Table ist das denn für gemacht. eine Animation hier? Was? Das sah gerade ein bisschen seltsam aus. Gab es da irgendwelche Okay. Sachen in dem Update oder so, die Plan sich geändert haben? to cloth. What? Mit den Quests? Ja, das weiß ich jetzt auch gerade nicht. War nicht vorher schon? Ich habe keine Ahnung. Aha. Okay, das ist schön. Kann ich jetzt auch noch. Ah ja, Raw Steak by killing a monster with a hunting bow or hunting spear. Cook it on a campfire. What?
möchte hier die, warum haben wir hier noch kein Campfire? Irgendwie, ja. Ich kann mit Bogen nicht umgehen. Kann ich auch eine Schießwaffe benutzen? Nein, dann zählt es nicht als Hunting. Dann zählt es als Mord. Okay. Ja. Oh, ich baue mir das mal ein. Braucht man dafür Pfeile oder so? Nee, ne? Zählt es auch als Campfire? Nee, automatisch da. So, Campsite Cooking am Campfire. Ja, ist doch schön. Wunderbar. Jetzt wollte ich gerade noch schauen, wo waren die ganzen... Wie macht man nochmal diesen verfreckten... Wir müssen auch noch ein Endwell machen und den ganzen Scheiße. Diese ganzen Einsteiger-Crafting. Hey! Ja. Kacke. Alles mal Wie soll ich die denn hier... Diese Viecher! Der macht ja überhaupt keinen Schaden hier. Habe ich wieder diese Quest von den Core Fragments. Hatten wir da nicht noch irgendwo welche? Aber ich habe kein Fleisch gekriegt. Core Fragments, könnte sein, dass noch welche da sind. Ich habe die irgendwo hingetan. Ich guck gerade mal. Irgendwo da oben. In einem von unserem Valuable Gold. Core Fragment. Platinum. Core Fragment Ore, hier sind 42 oben in der oberen Metallkiste hier. Machen. Was ist das denn? Ach, das Zeug. Ah, okay, so funktioniert das. Stone Jetzt Furnace. Cobblestone Campfire. Oh Gott. So kann ich Schaden machen. Sag das doch, einer. So kannst du Schaden machen, Philia. Ich hab Fleisch gesammelt. So, jetzt kann ich Fleisch braten, ne? Das gehört auch. Ja, nee, ich wusste nicht, dass man mit einem Hunting Bow auch die Sehne spannen muss, damit ein bisschen mehr Kavums hinter dem Bogen ist. Achso, ja, und dann musst du auch getimed loslassen, dann kannst du so einen Glitzerpfeil abschießen. Oh, Wahnsinn. Naja, so weit war ich jetzt nicht, aber ich habe zumindest. Wenn du quasi genau dann loslässt, wenn der kurz so aufleuchtet, der Bogen, dann machst du halt so, keine Ahnung, 100 Millionenfachen Damage oder so. Ach so, das kommt nur einmal. Ja, das ist nur ganz kurz so. Aha. Das muss ich noch üben. Okay, warte, Feuer. Ach, da oben. Ist das ein Lagerfeuer? Ja, ne, ist ein Lagerfeuer. So. Ein Steg mache ich uns mal. Mir. So, und jetzt? Oh Gott. Ah. Okay, hä? Muss ich jetzt irgendwas machen hier oder nicht? Stone Furnace. Oh nein, ich hab den ganzen Scheiß haben wir doch schon gemacht. Ich weiß nicht, ist das echt mit dem Update gekommen oder sind wir einfach nur zu doof gewesen, das zu machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das war falsch. Stone Furnace, was ist der denn? Wo 20 Soul und 20 Core Fragments. Haben wir noch so viele? Campfire. Ich hab noch welche hier, kann ich wieder runterbringen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mit denen irgendwas machen muss hier. Die Mission ist jetzt irgendwie weg, aber... Ja. Da. Ups and Downs. Die 20 Core Fragments dann, um die Ships Thrusters zu fixen. Dafür sind die. Ja, aber irgendwie hat das jetzt nicht so wirklich funktioniert, hab ich das Gefühl. Achso, hier. Sehr schön. Iron Anvil. Das geht noch nicht. Iron Anvil. So. Ah, ich glaube, hier will gerade jemand Stress hier draußen. Ey, willst du Stress, Alter? Bring dir mal eben das Ding auf. Aha! Iron Ore. Hey! Ich hab noch mehr davon, ich leg die hier in die Kiste wieder rein. Cool. Iron Anvil. Ja. Doch Gott, ey. Aus Versehen die Fackeln an- und ausmache, statt das Inventar zu benutzen. Das ist mir aber auch gerade, passiert. Oder das war noch von dir. Ach nee, warte. Das ist ja voll nervig jetzt hier, das alles so... Okay, jetzt schaue ich nochmal bei meinem Schiff nach. Vielleicht habe ich es gleich endlich mal
Oh. Unreal. Core Fragments. So. Da sind noch 40 in der Dings. Ja, ja, ja. Drin. Weil, warum auch nicht? Ach, ich muss die nur in die Hand nehmen, okay. Ach, scheiße. Jetzt ja, war bei mir auch so. Vielleicht, weil wir das Reparieren an sich schon gemacht hatten oder ja, so. Ja, wahrscheinlich. Jetzt Repair. Ist nur... Habe ich irgendwie... Failed hier. Nee, das waren die FTL-Drive-Dinger, nicht die Thrusters. Bei mir war auch einfach die Quest weg, als ich die Dinger in die Hand genommen habe. Dann hatte ich sie so am Cursor kleben und musste erst die Quest ja, quasi... Das habe ich auch gerade so, hä, was? Nee, ich kapiere es nicht. Ja, okay, dann habe ich das jetzt gemacht. Und jetzt habe ich alle Quests gemacht, offensichtlich. Außer jetzt halt Free as a Bird. Ja. Und dann halt Erikus genau. Mining Facility. Das so, können wir ja dann mehr angehen. Allerdings... Ja, wir sollten uns gut vorbereiten mit Bandages. Was? Wieso? Was erwartet uns? Kämpfe. Also vielleicht habe ich mich einfach nur doof angestellt, weil ich bin halt nicht so der Skiller, was sowas angeht. So Kämpfe und so ein Kram. Aber also, oh Gott. Das war... Nee. Ich hab schon so vielleicht können wir das zu dritt ja besser hin. Vielleicht. Ja, ich hoffe, dass deine Sorge unbegründet ist. Ich auch. Wenn nicht, dann werden wir alle grausam sterben und die Welt lacht sich kaputt auf YouTube. Ich meine, haben wir zumindest so einen Comedy-Effekt rausbekommen. Ja. Ist ja schon mal was. Ja. Ist nicht viel, aber ist etwas. Kann was, vielleicht. Ich spiele sowieso nicht wegen Skill. Ich hab gesehen, du hast auch dieses Red Hood Diaries Gedings da auf Steam. Ich? Ja. Hast das mal gespielt? Ja, das erste Kapitel bis zu diesem Rattenfänger. Dann bin ich irgendwie ein Million Mal gestorben. Dann habe ich es irgendwann geschafft, aber seitdem nicht mal angerührt. Ich habe das letztens mal so in einer Session mal durchgespielt. Echt? Ist das nicht so lang? Ne. Oh, mit gut. Allen Achievements habe ich 9 Stunden gebraucht. Ach, krass. Aber cool. Ja? Ich meine, es hat ein bisschen Ärgernisse an Map-Gedöns, Map-Eigenheiten, aber... Ja, also das hatte ich auch. Also ich meine, ich habe das noch... Da war das irgendwie 2-3 Tage draußen erst als Early Access. Da habe ich das gespielt. Ich weiß ja nicht, was sich seitdem getan hat. Ich habe es im Bundle gekauft. War letztens im Indie-Gala-Bundle drin. Ja, ich habe das damals gebackt. Da konnte über Kickstarter? Back from the Kickstarter. Ja, genau, habe ich. Nachdem ich das auf der... So. Ah, okay. Ich habe das ja auf der Gamescom gesehen und wollte das dann... Ja, genau, deswegen sage ich ja, das hatten wir uns ja da... Ich wollte das Poster haben und habe keins bekommen. Damn. Unverschämtheit. Ja, ne? Und wir standen da die ganze Zeit und haben so neugierig geguckt, aber... Keiner hat eins angeboten. Da waren so zwei Leute, die hatten echt Sitzfleisch. Die haben sich da echt... krass mit der Demo da beschäftigt. Aber gut, dieses Jahr auf der Gamescom wird wohl auch wieder eine größere Indie-Area sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ah, okay. Vielleicht zu dem Zeitpunkt... Vielleicht machen die einen Contest, dass man hier, wenn man... Es gibt ja ein Achievement, dass man ein Level in einer gewissen Zeit durchspielen muss, so. Vielleicht machen die einen Contest, dass man Teil 2 gewinnen kann, wenn man es schafft. Dann kann ich mir da Teil 2 abholen, Junge. Ich habe übelst geübt. Echt? Ich habe das Achievement halt gemacht. So. Ah, okay. Kennst du jetzt auswendig quasi. Ja. So, kannst jetzt blind schauen. Mit Jumping, mit, was weiß ich, beweglichen Steinen, die durch die Luft fliegen und sonst was. Ach, krass. Boah, ich bin ja so schlecht in sowas, ne? Also. Ach, es ging eigentlich, wenn man ein bisschen übt. So, man darf nur einmal runterfallen, wenn es ein kurzer Weg ist, da wieder hinzukommen vom letzten Checkpoint, ansonsten muss man quasi einmal perfekt durchkommen. Ne? Es geht. Es ist jetzt nicht so mega unfair, dass man da irgendwelche Speedrunning-Abkürzungen oder sonst was finden muss. Achso, also man kann es ganz regulär schaffen auch. Ja, wenn man quasi ohne runterzufallen einmal durchrennt, dann schafft man es in der Zeit. Ja, okay. Ja, ich bin jetzt... Also, ja... was so, so Plattformer und so angeht, meine Skills, die kann man sich gerne bei mir samstags angucken. Ja. Bei Let's Play Filia Spiele Bibliothek, da, oh Gott. Sind ein paar gute Sachen dabei. Schaut auf jeden Fall mal nach. Was Plattformer angeht, ich bin voll der Skiller, echt. Oh Gott, ich sollte vielleicht eine Waffe auswählen. So. Gehen wir auf Reisen oder was? Weiß nicht. Haben wir eigentlich einen Plan? Was machen wir jetzt?
Ich glaube, ja, in der nächsten Episode würde ich sagen, fangen wir die Mission an. Jetzt sollten wir erstmal ausrüsten, was geht. Ich habe schon 98 Bandages fertig gemacht. Die kann man aus Plant Fiber machen. Ja, genau. Ich habe schon 142, so. Zählen. Zahlen. Du rechnest nicht damit, diese Reise zu überleben, oder? Kann das sein? Nö, die hatte ich schon vorher, also. Ich war halt ganz lange Zeit unter der Erde und hab das angesammelt. Und dann habe ich einfach bei Bandages auf alles zu. Quatsch, bei Fiber alles zu Bandages machen geklickt und dann hatte ich so viele. Aber ja, ich habe ein Trauma von dieser Mission. Das war wahrscheinlich, wenn wir das dann nächste Folge ausprobieren, ist das voll easy peasy. Wir haben das innerhalb von 5 Minuten gemacht. Und ihr werdet mich dann fragend angucken und sagen, warum hat die jetzt so Schiss gehabt? Aber entweder das oder das Gittermotto, haha. Ja, wahrscheinlich. Ich bin nur ganz froh, dass wir das dann zusammen machen können. Zu dritt ist das ja vielleicht einiges einfacher. Guck mal, der Morgengraut. Oh. Nee, halt, dem Morgengraut, von dem, was in der nächsten Episode passieren wird. Ja, dem Grauts. So, da unten haben wir noch Kram. So, wenn ihr das hier seht, zum Zeitpunkt, wo es veröffentlicht ist, das sollte sein der 3. August, nicht verzagen. Wer uns auf der Gamescom treffen will, hat wahrscheinlich die Gelegenheit dazu. Ja. Also bei mir Mittwochs und Donnerstags. Mal schauen, wie lange ich diesmal durchhalte, eventuell. Also 4 Tage will ich mindestens mitnehmen. Vielleicht schaffe ich sogar 5. Drück die Daumen. Ich mir auch, danke. Wenn ich an letztes Jahr denke, der Freitag, der war ja... Uah. War ja nur den Samstag da. Oh, Rage! Ich bin in Rage! Oh mein Gott. Weißt du, was das heißt? Ich kann ballern. Und es wird so schnell regeneriert. Oh. Raw Steak. Boring, hier waren wir schon. Na. Kennen wir schon. Das ist ungefähr 100 Jahre her, aber ja. Nimmt ihr mir die ganzen 200. Pilze. Mindestens. Mindestens. Mindestens 200. Nee. Aha. What the... Oh Gott. Ja, genau, so geht das. So. Whee! Nicht auf mich schießen. Was? Geil, was hast denn du für einen geilen Bogen? Ja, übelster Hightech-Bogen. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch. Guck mal, meinen tollen Holzbogen. Der Stahlbogen. Oh nein! So. Und der heißt nicht so, aber der ist halt quasi der, den man aus Stahl macht. Meine ich. Boah! Da! Hast es geschafft. Und ich habe noch nicht mal drauf geachtet. Ich habe einfach losgelassen. Siehst du, ich muss einfach nur meiner weiblichen Intuition frönen. Und dann klappt frönen. Das. Frönen. Ich fröne der. Ich fröne mich für dich. Freue mich für dich. Das ist schön. Was haben wir denn hier? Oh, Copperohr. Wow. Potato-Pflanze. Seed. Wow. Oh. Wow. Schöne Sachen habe ich gefunden. Ich bin ganz... Boah. Absolut. Da hängt was in der Luft. Irgendwas ist hier gerade passiert. What? Was war das? Ich habe keine Magie. Ahnung. Könnte arkane Magie gewesen was sein. Was ist passiert? Da waren Pfeile in der Luft. Die 2 Pfeile waren in der Luft und wollten nicht weiter. Die wollten erstmal die schöne Aussicht genießen. Und dann, ja. Voll geil hier. Voll Speedrun. Ja, einmal Planetenumrundung. Vielleicht geil. Haben wir es hinter uns. Und dann können wir die Mission anfangen. Genau. Da sind ganz viele Plant-Fibers. Also wer noch Bandages braucht. Also ich hoffe, ich komme mit den 97 aus. Ich gehe mal fest davon aus. Ja, klar. Falls nicht, dann, naja. Das war mir sammeln eine wir halt nochmal 3 Folgen oder so. Oh. Nach Motto 10 Folgen lang hier Vorbereitung auf den Raid in einer Folge wegsterben und dann, well, that was embarrassing. Ja. 20 Folgen vorbereiten, eine Folge Raid, alle sterben. Damn it.
Oder genau das Gegenteil, 20 Folgen vorbereiten und dann in 5 Minuten das schaffen. Oder so. Es kann alles passieren, das ist Starbound. Hier ist nichts unmöglich. Und mit diesen wirklich freundlich warmen Worten entlassen wir euch in die Unweiten von YouTube und sagen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Das Ciao. Hast du sehr, sehr, sehr schön ausgedrückt, Nevermore. Ich hätte es nicht besser sagen können. Guck mal, hier sind wir wieder. Wunderbar. Home sweet home. Wir sind da und ihr seid weg. Tschö. Tschö.